sehr, sehr schön und detailliert gemacht. Finde ich echt cool. Da ist er. Weißt du schon mehr über Dr. Dominguez? Nicht viel. Er leitet ein paar Ausgrabungen von Trinity. Mein Vater erwähnt ihn in seinem Tagebuch. Mehrere Male. Er ist Experte für präkoloniale Ruinen. Offenbar ist er überall gern gesehen. Er macht viel Gutes für die Stadt. Wie geht's deinem Bein? Jonah, sieh mal. Das Rätsel ist eine Wegbeschreibung. Um die verborgene Stadt zu finden, gehe entlang der Küste nach Süden bis zum rosa Fisch. Dazu habe ich was gefunden. Es gibt rosa Delfine. Die gibt es nur im Amazonas. Es geht weiter. Dann verfolge das Herz der Schlange bis zum Berg mit der silbernen Krone. Und das hier. Das ist die Konstellation Hydra, die Schlange. Dieser Stern ist das Herz. Er steht im Südwesten. Also südwestlich vom Amazonas. Brasilien. Peru. Peru? Okay, das Datum von den Ruinen, sieh es dir genau an, es ist beschädigt. Diese Zahl sieht wie eine 13 aus, aber was, wenn es eigentlich eine 8 ist? Mit Präzession könnte... Präzession. Die Erde ist geneigt, deswegen sieht man die Sterne an verschiedenen Stellen des Horizonts. Besonders wichtig, wenn man bei Nacht navigiert. Okay. Okay. Nach dem Maya-Kalender macht das einen Unterschied von 2000 Jahren aus. Damals deutete das Herz der Schlange genau nach Westen. Also deswegen Peru und nicht Brasilien. Trinity sucht an der falschen Stelle. Ja, genau. Ich bin ganz sicher, dass der Berg mit der silbernen Krone in Peru ist. Aber es geht noch weiter. Irgendwas mit einem Schlüssel. Die verborgene Stadt. Wonach sucht Trinity dort? Doktor, wir haben etwas gefunden. Wirklich? Das muss ich sehen. Hast du das auch gehört? Mal sehen, wohin er geht. Warte, Moment. Der Ort ist gut bewacht. Sie dürfen uns nicht erkennen. Die Maske sieht ja echt cool aus. Ah, gefällt mir. Trinitys Leute sind bewaffnet und sie haben Verstärkung dabei. Ich gehe ihnen aus dem Weg. Es soll nicht so enden wie bei unserer letzten Zelle. Wir wissen, dass wir bei der anderen Stätte waren. So viel zum Thema Freizeit. Wo ist Dominguez hin? Weit kann er nicht sein. Wahrscheinlich irgendwo im Hof. Ja. Sehen wir uns um. Jemand muss etwas wissen. Dominguez. Sammy, wie läuft's bei dir? Wir können uns hier eine Karte ansehen. Da sind wir gerade. Das ist unser Ziel. Das ist wohl, ich weiß nicht, ob das die gesamte Karte für uns sein würde oder ob wir mehrere Karten... Ah, okay. Oh, okay. Wir haben wohl noch einiges vor uns. Und ich hoffe, wir sterben hier nicht in diesem Vulkan. Okay. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Oh, ich finde das ja echt so schön. Oh, Chips. Tja. Suchen wir weiter. Natürlich laufe ich instinktiv zu den Chips. Ja, ich liebe Chips. 249. Aber nee, ich wollte eigentlich sagen, fährst du mir gerade auf den Arsch, Junge? Hallo? Ich wollte nur sagen, es ist super detailliert und schön gemacht. Ah, ich liebe so detaillierte Sachen. Was gibt's hier? Siehst du was? Nein. Weiter. Was? Ganz gut, solange ich nicht dran denke. Und hier ist die Band. Oh, hier kann man mit dem Jungen reden. Schau, für meinen Vater. Ich könnte eine für meine Mutter anzünden. Könnte, aber ich kann es gerade nicht. Okay, da oben könnten wir lang. Ich weiß gar nicht, können wir irgendwie rennen? Obwohl, das würde wahrscheinlich ein bisschen aufhören. Oder können wir noch mit... einer Frau reden? Geh ich mal zu ihr. Tch,
Unglaublich, was? Der Junge hat die Ofrendas getrunken. Oh je, ich war als Kind bestimmt genauso unartig. Kein Grund, ihn zu bestrafen. Das erledigt ganz allein der Tequila. Er hat genug getrunken. Oh Mann. Okay. So. Können wir sein Geld klauen? Ah ne, das ist schon weg, schade. Oh, hier gibt es noch eine Person. Die Jugend ist bei den Jungen verschwendet. So sagt man. Bei mir nicht. Ich hatte eine wilde Jugend. Okay. Danke für die Information. Hier gibt es was zu essen. Mit der mexikanischen Küche kenne ich mich jetzt nicht so sehr aus, aber es ist bestimmt auch lecker. Bitte, bitte, probieren. Mmh, riecht sehr lecker. Oh, ist jetzt Zeit zum Essen? Ich passe mich an. Und wir sind gerade durch diesen Typen durchgeglitscht. Wunderbar. Das Spiel fängt schon cool an. So. Mal schauen, wo wir noch hingehen können. Du hast Eindruck auf die Einheimischen gemacht. Das gefällt mir hier. Menschen. Ich mag keine Menschen mehr. Ich auch nicht, Lara. Sturmwaffen oder Todlose lieber? Nein, schon okay. So, hier gibt's ganz... Jonah, er ist am Tor. Das Tor. Ich glaube nicht, dass wir hier so durchstiefeln können. Danke. Passt auf, dass uns niemand folgt. Ich finde bestimmt einen anderen Weg über die Mauer. Ich kümmere mich um die. Hey Jungs, wie läuft's bei euch? Gut. Hier ist kein Zutritt. Ich habe gehört, hier soll eine richtig heiße Fiesta steigen. Chicas mit Totenkopf-Make-up und so. Habt ihr das auch gehört? Das ist nichts für Touristen. Aber Maria hat mich eingeladen. Kennt ihr sie? Sie ist meine Cousine, meine Abuela. Kommt von hier, wenn es nicht so aussieht. Gott segne sie. Ich wollte ihr ein Opfer bringen, oder? Wie nennt ihr das mit den Decken noch gleich? Hm? Ach, schon gut. Wisst ihr was? Ich sehe ja, ihr Jungs habt zu tun. Ich will euch nicht weiter belästigen. Also, weitermachen. Danke für eure Hilfe. Dank euch sind wir sicher. Bis dann. Danke für die Ablenkung. Jonah, ich bin drin. Gut. Vorhin waren keine Wachen am Tor. Dominguez hat Verdacht geschöpft. Ein Foto, was? Jonah ist ein Überlebenskünstler und guter Freund. Ich habe ihn vor einigen Jahren bei meiner ersten Expedition an Bord der Endurance kennengelernt. Er brachte mich gleich bei unserer ersten Unterhaltung zum Lachen, indem er mich kleiner Vogel nannte. Wir haben seitdem viel durchgemacht und Jonah war immer für mich da, seit der Kontakt zu meiner besten Freundin Sam abgerissen ist. Er begleitete mich nach Kites und half mir, die göttliche Quelle zu finden, das Artefakt, nach dem mein Vater gesucht hatte, als er getötet wurde. Nachdem ich die göttliche Quelle zerstört hatte, um zu verhindern, dass die Trinity in die Hände fällt, hat mir Jonah dabei geholfen, den Orden Zelle für Zelle zur Strecke zu bringen. Als ich die Notizen meines Vaters vollständig entschlüsselt hatte, hielt Jonah Cozumel für den besten Ort, um unsere Suche zu beginnen. Und obwohl ich ihm anfangs nicht geglaubt habe, hatte er recht. Die Ausgrabungsstätte in Cozumel war als einzige noch nicht zerstört. Und jetzt weiß ich auch warum. Trinity weiß, dass noch ein Teil des Puzzles fehlt. Ich muss rausfinden, was es ist, bevor sie es tun. Danke fürs Vorlesen, Lara. Musste ich das nicht machen. Sammlung anzeigen können wir auch. Was haben wir denn hier? Ah, ihre Bilder, die sie gemacht hat. Um die verborgene Stadt zu finden, musst du am Ufer nach Süden gehen, bis du den rosa Fisch siehst. Folge dann dem Herz der Schlange zu dem silbergekrönten Berg, wo sich die Zwillinge beratschlagen. Ja, das hat sie ja schon erwähnt, wo wir dahin Dieser könnten. Stern ist Alphard, der Alleinstehende. Der hellste Stern am Westhimmel und das Herz des Sternbildes Wasserschlange. Es ging vor 2000 Jahren im Westen unter. Ich hoffe, dort finde ich die verborgene Stadt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das tun werden. In der langen Zählung der Maya besteht jedes Datum aus 5 Zahlen. Diese Zahl wurde beschädigt und sieht wie eine 13 aus, ist aber in Wahrheit eine 8. Das macht einen Unterschied von 2000 Jahren und vollkommen andere Positionen der Sternbilder aus. Der Sternweg führt also nach Westen,
zu irgendeinem Ort in Peru. Die letzte Zahl auf der linken Säule ist eine Null. Okay. Oh ja, stimmt, ich kann mich erinnern, wir konnten nämlich... Dieser Stern ist Allfahrt. So Informationen sammeln. Unten rechts stand es gerade ganz klein, aber das hat man nicht immer... Trinity ist eine uralte Geheimorganisation. Nicht immer bei allen Objekten. Aber bei manchen kann man denn, wenn man hier so ein bisschen hin und her dreht, noch was finden. Sie sind fest entschlossen, jegliche antiken Artefakte auf der Welt zu finden und für ihre Zwecke zu nutzen. Ich mache Jagd auf sie, seit ich herausgefunden habe, dass sie meinen Vater getötet haben. Jonah und ich haben seitdem etliche Trinity-Zellen gefunden, aber sämtliche Ruinen und Gräber, die wir entdeckt haben, waren bereits zerstört, abgesehen von denen in Cozumel. Ich muss rausfinden, worauf sie es abgesehen haben und welches Ziel sie verfolgen. Und dann muss ich sie aufhalten. Ja, damit haben wir auch ein bisschen Hintergrundgeschichte jetzt auch erfahren. So, hier ist die Karte. Dominguez folgen. Oh, ein Messer. Dient zum Durchschneiden von Seilen und Angriffen auf Feinde. Drücken sie, um Seile durchzuschneiden. Okay, Gelände. Okay, das sind die Sachen, die wir wahrscheinlich schon kennengelernt haben. Wollen wir ihn mal verfolgen? Verzeihung. Oh, hier können wir auch Heilung direkt mitnehmen. Medizinische Pflanzen dienen der Heilung. Genau. Die können wir nämlich alle sammeln und dann Verbände draus machen. Ja, Sir. Trotz des Fiaskos in Brasilien zweifelt niemand an ihrer Führung. Wir können jetzt nicht aufgeben. Ja, Sir. Wir sind zu allem. Wir haben es nie in die Flitterwochen geschafft. Mein herzliches Beileid. Vielleicht mache ich die Reise allein. Da fällt mir gerade ein, dass ich auch noch Urlaub habe, den ich auch noch irgendwie verwenden sollte. Verzeihung. Aber ich reise tatsächlich sehr, sehr ungern allein. Jonah, Dominguez führt nicht nur diese Zelle. Ich glaube, er ist der Chef von Trinity. Wir müssen vorsichtig sein. Lara. Ja, ja, du hast recht. Aber wieso ist sie sich so sicher, dass er der Chef ist? Mein Fehler. Es ist jetzt plötzlich irgendwie so ruhig hier. Aber hier spielt auch keine mexikanische Musik, die die Stimmung irgendwie aufheitert. Oh, Feuerwerk. Jemand hat an Stätte 1 eine Falle ausgelöst. Wahrscheinlich Croft. Moment. Was ist? Ich will Bestätigung, Commander. Keine Vermutung. Ich sorge für visuelle Bestätigung. Jonah, Sie haben mich vielleicht bemerkt. Ich nehme die Seitengasse. Ich finde einen anderen Weg. Oh, Avocado. $7.49. Doktor, es sind viele dieser Hombres. Sicherheit geht immer vor. Du bist sehr großzügig, danke. Wir sollten gehen. Na, hoffentlich haben sie es jetzt nicht auf uns abgesehen und schlachten uns gleich ab. Aber das kann sehr gut passieren. Es ist Tomb Raider. Ja. Dominguez will bestätigt haben, dass Croft hier ist. Du hast das Foto. Weiblich, kaukasisch, Anfang 20. Verstanden. Gut. Sie finden sie. Ich will das hier. Hallöchen. Hey, raus aus meinem Büro. Wie bitte? Mach die Tür zu, wenn du gehst. Jawohl. Okay. Dein Büro. Okay. Keine Sorge. Lauf. Spiel. Werte wie an dieser Stätte haben wir noch nie gesehen. Das ist der Schlüssel zur nächsten Phase. Wenn es das ist, sind wir bereit. Zur nächsten Phase.
Will man wissen, was es bedeutet? Wir werden es wahrscheinlich herausfinden. Jonah, Sie sind in der Ausgrabungsstätte. Da ist ein Zaun und am Tor steht eine Wache. Ich finde einen anderen Weg. Ich habe eine gute Beobachtungsposition. Und der Typ da, ich wette, der sieht uns doch gleich da oben. Einsatzziel, Wegweiser, okay. Was denn für ein Wegweiser? Wenn Überlebensinstinkt aktiv ist, erscheinen als Einsatzziel Wegweiser in der Welt als gelbe Lichtstrahlen. Okay. Jetzt kann sie auch plötzlich rennen. Aber ich glaube, wir sind hier schon richtig. Hoffe ich.